Dicke, weiße Nebelschwaden wallen über die Mauer des verfallenen Friedhofs. Dunkle Wolken verdecken Mond und Sterne und die morschen Bäume knarren im eisigen Wind. Neu im Treibgut Verlag, das Kinderbuch »Wie Hase und Igel die Angst besiegen«. Eine spannende, lustige Geschichte mit Illustrationen von Severin Klisch und dem Text von Frank Schröder. Man könnte sicher sagen, um Ängste vor dem Unbekannten generell. In dem speziellen Fall sind das unheimliche, wabernde Schatten, die der Igel für Gespenster hält, vor denen er sich auch sehr erschreckt. Aber der Igel ist dann doch sehr mutig und gemeinsam mit seinem Freund, dem Hasen, will er versuchen, diese Gespenster in eine Falle zu locken. Und ohne jetzt zu verraten, was diese Gespenster in Wirklichkeit sind, kann ich sagen, dass Hase und Igel da auf sehr verwegene und ausgefallene Ideen kommen. Und deshalb ist das vor allem ein lustiges Buch, das Kindern dabei helfen soll, die möglichen Ängste zu hinterfragen und schließlich auch zu überwinden. Da kommt der Igel angehechelt. Seine Augen sind weit aufgerissen. Er fuchtelt wild mit den Armen und schreit schon von Weitem: »Mach auf! Mach auf!« Und kaum ist er drin: »Mach zu! Mach zu!« »Was machst du für ein Geschrei? Und das bei diesem Wetter? Dir hat wohl der Teufel die Borsten gebürstet.« »Oh, wenn du wüsstest, ein Gespenst, ein richtiges Gespenst, direkt hinter mir.« »Hinter dir? Aber da ist nichts hinter dir.« »Ich hab's ja auch abgehängt«, japst der Igel. »Du lahme Schnecke«, lacht der Hase, »du und jemanden abhängen und noch dazu ein Gespenst.« »Glaub mir nur, Hase, ich spinne doch nicht, da war ein Gespenst. Ich war gerade auf der Jagd nach einem leckeren Schleckerwurm, gleich an der bröckelnden Friedhofsmauer, da wo die umgestürzten Grabsteine liegen. Da war es ganz dicht hinter mir«, flüstert der Igel, »da, wo nachts die einsame Laterne brennt und der knorrige Kastanienbaum steht, und riesige Pfeile steckten in dem schwarzen Gespensterkopf. Glaub es oder glaub es nicht.« Das ist ein Pott Kamillentee, und zwar verfeinert mit leckerem Knabberknoblauch. Ich mag das gar nicht, also beides einzeln schon, aber beides zusammen in einer Tasse geht gar nicht. Aber Hase und Igel, die stehen da wirklich drauf. Kamille mit Knabberknoblauch. Die Gespenster werden doch draußen geblieben sein. Es riecht so seltsam. Ein Gespenst ist es nicht, antwortet der Hase leise und blickt beschämt zu Boden. Ich hab mir vor Angst in die Hosen geschissen. So etwa 4 bis 10, also das letzte Vorlesealter und das erste schon selbst Lesealter, am besten so rund um den Einschulungstermin rum, plus minus ein paar Jahre. Unbedingt. Der nächste Teil heißt »Wie Hase und Igel den Wackelzahn ziehen«, und das versuchen sie dann mit ähnlich abgefahrenen Ideen wie beim Besiegen der Angst.